Moin moin, meine aktiven Meerwasserfreunde. Guten Morgen. Und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvlog. Heute mal vom Korrelmaster aus. Gestern wahrscheinlich viele von euch dabei beim Livestream. Letzter Korallen-Live-Sale für dieses Jahr. Ja, war auf jeden Fall eine super geile Nummer. Ich möchte mich auch heute noch mal recht herzlich bei den ganzen, einmal bei den Sponsoren. Wir haben ja noch einen schönen geilen Giveaway gemacht. Hier spiele ich euch noch mal kurz die Sachen hier ein, was wir alles bekommen haben. So, und hier auch noch mal einen riesen Dank an die Firma Aka für das ganze Sponsoren hier. Dann auch die Firma Tunze, Handtücher. Dann hat der Daniele noch ein paar Tassen rausgeschallert hier. Tunze-Tassen haben wir ja auch noch bekommen. So, auch hier wie gesagt noch mal einen riesen Dank für die Unterstützung und dass wir da wieder einen netten Stream hatten. Vielen Dank an die Firma Aka und an die Firma Tunze. Vielen Dank. Korrelmaster hat auch noch mal Tassen. Hier die beliebten Kaffeetassen hat auch noch mal ein paar dabei gelegt. Ja, einmal ein Dank an die Unternehmen. Dann aber auch an die Leute, die gestern so kräftig im Chat gespendet haben. 165 Euro habe ich noch nie als Chat-Spende gehabt. Da muss ich sagen, echt Hardcore-Leute. Super, vielen Dank dafür. Ja, habe ich die Spritkosten wieder raus, ne? Ja, ansonsten kann ich euch heute, ich weiß, ihr wollt Korallen sehen und die zeigen wir euch auch hier. Ich gehe mit euch einmal hier durch den Laden durch. So Freunde, da ihr heute kein Video von mir, von meinem Becken bekommt, hier der schöne neue Showtank von Daniele. Schau, schau, schau. Da sind die schönen Schätzchen, habe ich schon gesehen da. So, die ganzen schönen Holy Grails. Ja, Skolimin. Da ist die Avatar. Ja. Ja, ist ganz frisch das Becken. Was sagst du, Daniele? Wie alt ist das jetzt? Eine Woche. Steht ja gerade mal eine Woche, ne? Ja, genau, das habe ich diesmal mit der. Hast du aber schwer gerupft, ne? Mit dem Epo-Reef habe ich das jetzt mal gestartet. Aber bin super zufrieden. Ja. Bisher sieht das alles schon mal ganz gut aus. Also hier der neue Showtank. Feini, feini. Ja, und für die, die es noch nicht gesehen haben, aber ich glaube, wir haben es schon gezeigt, meine ich. Hier ist die neue Anlage. Ja, zeige ich euch auch mal kurz so komplett. Ne? Ist einmal quasi so ein Hufeisen. Ja, so, da sind dann hier auch noch mal ein paar Korallen drin. Mehr viel. Ah, nicht mehr viel, sagt er, ja. Hm. Naja, hier haben wir noch ein paar Sandwürst. Auch nicht schlecht. So, gehen wir noch hier rüber. Auch nochmal alles so kleine Fracks hier. Für die Nano-Fraktion. Auch nochmal alles mit am Start. So, ne, auch alles für den schmalen Taler hier. Da seht ihr das mal. Alles kleiner Kurs. So, dann geht es hier weiter. Auch nochmal schöne Korallen. Der letzte Rest vom Schützenfest, sozusagen. Schwer geräubert worden. Da ist ziemliche Ebbe. Alles weg. Schön geräubert. Ja, und dann habt ihr noch das extra Lifestyle-Becken. Dann seht ihr das hier mal, wie das hier mal aussieht. Ne? Das ist dann extra hier immer gesperrt. Das wird dann vorher schon alles vorbereitet. Das war hier der Lifestyle. So, und hier darf der Markt nicht ran. Ne? Wenn ich hier reinkomme, dann ist hier gesperrt. Dann ist hier oben die Kordel vor. Ne? Und dann komme ich da nicht ran. So, und jetzt zeigen wir euch noch die neuen Sachen, die der Daniele noch hat für euch in Sachen Hardware. Ja, schöner Laden, schöne neue Anlage hat der Daniele hier. Ja, und wir haben ja gestern schon im Livestream, haben einige schon gefragt. Ja, Daniele, du hast neue Produkte, ja. Hardware. Genau. Was ist das alles? Zeig's mal kurz, dann zeigen wir es gleich nochmal aus der Nähe. Ja, also die stelle ich ja alle selber her.
Habt ihr mitbekommen, ihr habt ja die CNC-Fräse und noch einen 3D-Drucker, der dazugekommen ist. So, und da haben wir hier einmal die drei CO2-Reaktor, die ja für den Abschäumer sind. Statt Luft ziehen die hier über den Reaktor, stabilisiert den pH-Wert, reinigt auch ein wenig die Luft. Da kommt jetzt noch bald eine Patrone, die man dazu schraubt obendrauf. Da kommt noch mal Kohle rein, da wird theoretisch CO2 rausgeholt und die Luft gereinigt. Ja, und da haben wir einmal hier die 50er, also die ist 50 cm. Dann haben wir hier die 30er. Hier kann man das ganz einfach öffnen. Die Luft wird natürlich... Die Leute wollen das aus der Nähe sehen. Dann kommt man näher. So, hier haben wir ja den CO2-Reaktor in 50 cm, 30 cm. Und ganz neu, habe ich überhaupt noch nie auf dem Markt gesehen. Nano extra für den Markt, der wird hier eingehängt, hier ist mein Logo drin. Ja, wird einfach am Nano angehängt, Luftschlauch vom Abschäumer rein, fertig. Kann man hier oben aufmachen und um das Material zu tauschen. Und bei den größeren, schönes Ding, hör mal. Echt, da hast du dir wieder was Gutes einfallen lassen hier, ja. Extra für Nanos. Ja, dann hier, wie gesagt, die großen. Hier unten kann man das abschrauben. Das sind drei verschiedene Düsen, die man da dran machen kann für verschiedene Größen von Luftschlauch. Mhm. Ja, und das sind diese 50er, 30er Reaktor und Nano. Mhm. Ja, was wir dann noch gemacht haben, sind hier die für die Dosieranlagen, diese Halter, mhm. auch mit meinem Logo drin. Sechsfach, vierfach und auch für Mark wieder Nano. Sehr gut. Hier hinten kann man die dann am Beckenrand, am Filterbecken zum Beispiel festmachen, mit den Schräumchen festmachen. Ja, und da haben wir die drei Sorten. Also die, glaube ich, werden echt gut laufen. Weil ganz ehrlich, das ist immer so ein Ding, ich habe zuletzt auch welche gesucht. Ich hatte es über Amazon gesucht zum Beispiel und muss dabei sagen, da war es echt so, da gab es nur einen einzigen Hersteller von. Ja, und da haben wir halt hier diese Dinger dran, da kannst du theoretisch den Vierer oder den Sechser Schlauch reinmachen. Mhm. Ja, das ist halt perfekt, die kann man auch rausnehmen, falls mal einer abbricht oder sowas. Mhm. Ja, das sind diese Dosierbehälter. Unten braucht man wirklich auch an meinem neuen Schaubecken gar nichts dran machen, das tropft wirklich da richtig schön rein. Mhm. Und wie gesagt, oben die Schläuche fixieren. Und hier bei dem Nano, mhm. Haben die hier einen Bogen, dann können die Schläuche, weil das ist ja dann theoretisch beim Nano hast du ja kein Filterbecken, oben einhängst, mhm. dass die Schläuche hier schön runterhängen. Okay. Sind hier so Kerben drin, dann kann man die da so ein bisschen fixieren. Mhm. Ja. Ja, das sind die Halter und was jetzt auch dazu gekommen sind, sind die Reaktoren. Und zwar wird der einfach ins Filterbecken gemacht. Aber das ist jetzt ein Medienreaktor quasi. Ja, ein Medium für Kohle, Aktivkohle, mhm. Silikatabsorber. Kann man hier eine Pumpe dran machen oder direkt als Bypass mit dem Schlauch. Mhm. Und man kennt das ja, man muss immer das ganze Gerät rausholen. Und dann wird das hier einfach rausgenommen, die Patrone. Das bleibt im Filterbecken. Hier sind zwei Siebe drin, hier oben schraubt man es ab. Mhm. Zieht es hier unten raus. Macht die Aktivkohle rein oder was man halt reinmachen möchte, fixiert das hier oben wieder und einfach wieder rein damit. Ja, und den gibt es in zwei verschiedenen Größen. Das Unterteil ist immer gleich mhm. und da gibt es den nochmal in klein. Ja, perfekt. Mein Gott, was man heute alles so bauen kann. Ja, das macht auch wirklich Spaß. Da habe ich jetzt 3D-Drucker. Einer, der mir hilft. Ja, und das kommt ungefähr... Ab Ende nächster Woche sind die dann im Online-Shop erhältlich. Am besten, man kann sie mit Füllung oder ohne Befüllung bestellen. Mhm. Also wie gesagt, ab vielleicht sogar Ende nächster Woche sind sie dann im Online-Shop lieferbar. Ja, perfekt. Ja, und das Ding, auf den bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, weil den wirklich noch keiner hat und keiner ans Nanobecken gedacht hat. Und dafür ist der genau richtig, dass man den schön einhängt mhm. und fertig. Ja, ich habe bei mir, wie gesagt, eine ATI umgebaut. Ja. Ne? Ja, habe den auf Luftabschäumer umgebaut und alles und ja. diesen Bastelei. Also ja. da habe ich dann auch gedacht, so wäre es eigentlich mal geil, wenn es sowas für klein gäbe. Ne? Ja, genau. Und der Schlauch habe ich schon gesehen, zum Beispiel wie bei dem Drop-Off ist ja der Tunze-Abschäumer dran und mhm. da passt der Schlauch genau drauf.
Ja, ist dann optimal für das Nanobecken. Perfekt. Ja, und es kommen aber jetzt nach und nach immer mehr Produkte raus. Es kommt ja, wie ich ja schon mal gesagt habe, zum Beispiel für Dann gibt es bald alles vom Coral Master. Ja, genau. Zum Beispiel für Balling Light, um diese 5-Liter-Kanister zu befüllen, kommt jetzt bald so ein großer Reaktor mit Magnetrührer, wo man dann wirklich die Flüssigkeit mit dem Pulver rühren lässt und einen Hahn ab und kann man dann in die Kanister einfüllen und fertig. Mhm. Ja. Okay. Ja, perfekt. Definitiv gut. Ja. Also die, denke ich mal, die werden auf jeden Fall laufen. Also es gibt ja wirklich schon viele auf dem Markt. Der Nano mit Sicherheit auch, denke ich mal. Weil auch immer wieder ein wichtiges Thema mit dem pH-Wert und alles. Ne? Das wollen ja auch halt immer super viele Leute auch für die kleinen Nanobecken haben. Einen stabilen, hohen pH-Wert erreichen. Ja. Ja, da sind wir mal sehr gespannt. Wird ja dann irgendwann im Shop eingepflegt werden. Werdet ihr sehen. Ihr habt ja bestimmt den Coral Master auch abonniert auf Instagram. Wenn nicht, gerne noch ein Abo dalassen. Ja, Freunde, ansonsten, Laden haben wir euch gezeigt. Ja, ich habe die Woche, wie gesagt, noch den Hanna, den großen Checker-Koffer bekommen vom Marine Master, der HI97105C. Ja, werde ich euch jetzt irgendwann in der kommenden Zeit halt vorstellen. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie das Ding funktionieren wird. Was ich schon mal geil finde, es hat ja auch einen Speicher drin, also du kannst ja Messungen machen und die dann auch da im Prinzip hinterlegen und dann kannst du dann immer so deinen Vergleich, ich weiß nicht, ich werde es mir mal angucken, ich vermute mal, er wird irgendwie so ein Diagramm machen, wo du dann halt auch sehen kannst, wie die Werte gestiegen, gefallen sind, wie auch immer. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ja, und ansonsten ist die Woche noch ein Nano Shallow Tank von Preis Aquaristik gekommen. Da war der ja wieder so geil, hab da wieder den kompletten Preisshop leer gekauft, alle Becken ausverkauft, alle weg. Sandra hatte mir insgeheim mitgeteilt, eventuell, wenn wir Glück haben, wird sie vor Weihnachten nochmal welche bekommen. Aber dann müsst ihr schnell sein, also immer den Shop mal im Auge halten. Wer da noch eins braucht, muss dann halt echt fix sein, weil da werden nur noch ein paar Stück kommen, was die noch gebaut bekommen. Und dann wird für dieses Jahr auch schon wieder Ende sein. Ja, dann würde ich sagen, ab wieder ins Bett. Ab wieder ins Bett jetzt hier. Ja, wir nehmen das ja jetzt hier am Samstag auf. Ihr seht das jetzt um 9 Uhr morgens hier. Ja, wir hatten ja heute den Livestream, wie gesagt, den ganzen Tag. War auf jeden Fall eine gute Sache. Ne? Ja, hat auch wieder Spaß gemacht. Ja, war auf jeden Fall sehr schön. Wie gesagt, konstant, auch viele Leute online gewesen. War ein echt guter Stream, muss ich sagen. Auf jeden Fall geile Nummer, meine Lieben. Ja, dann trinkt mal euren Kaffee leer, Freunde. Genießt den Sonntag. Morgen ist Nikolaus. Und wir sehen uns. Am Montag ist Nikolaus, oder? Ja, die Leute gucken es ja jetzt Sonntag. Ja, stimmt auch wieder. Hast dann auch ist ja morgen Nikolaus. Ja, hast du recht. Ne? Ja. Ja, der ist schon am Schlafen. Genau. Ja, Freunde, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ihr wisst, lasst gerne einen Daumen rauf da. Daumen runter könnt ihr auch da lassen, wird ja nicht mehr angezeigt. Ja. Keine Chance mehr für die Hater. Und gerne einen Kommentar da lassen. Und wir, Freunde, sehen uns im nächsten Video. Und wir beiden sind raus. Wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.